Okay. Ich spreche kurz über diese Thematik, über die Sterndeutung oder die Astrologie. Nur ist vorher zu wissen, dass diese Thematik, das heißt, die die Beurteilung der Astrologie im Lichte des Islams abhängig ist von einer anderen Thematik, nämlich das Ilm al-Ghaib. Das heißt, das Wissen über das Verborgene. Das Wissen über das absolut Verborgene oder das absolute, uneingeschränkte Wissen über das Verborgene ist nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und dies ist eine Angelegenheit, die die Gelehrten des Islams als Al-Ma'lum min ad-Dini bil-Darura betiteln. Das heißt, das ist ein Sachverhalt, der notwendigerweise aus dem Islam bekannt ist. Das bedeutet, man muss es nicht unbedingt lernen. Es ist einfach bekannt, dass der Islam das Wissen über das Verborgene als eine exklusive Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala anerkennt. Und darum, jemand, der eine andere Aussage hier tätigt oder einer anderen Auffassung ist, diese Person schwebt in großer Gefahr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Kenner des Verborgenen. Er alleine ist der Kenner des Verborgenen. عالم الغيب. Und er enthüllt es niemandem, außer den Gesandten, die ihm wohlgefallen und die er auserwählt hat. Das heißt, die Gesandten bekommen in sehr geringen Maßen gewisse Dinge des Verborgenen mitgeteilt. Wie etwa die Geschehnisse der Stunde, zukünftige Geschehnisse, als eine Art der Verstärkung, Bekräftigung. Ja. Aber das ist kein absolutes, gehört nicht mehr zu dem Al-Ghaib al-Mutlaq, also dem absoluten Verborgenen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Und bei ihm befinden sich die Schlüssel des Verborgenen. Niemand außer ihm kennt sie. Naam. Das ist eine Sache. In Bezug auf die Sterndeutung. Die Sterndeutung wird in der islamischen Theologie in zwei Kategorien eingeteilt. Das sehen wir schon bei sehr, sehr frühen Gelehrten wie Al-Khattabi und anderen, oder Al-Qadi Iyab und anderen der islamischen Rechtsgelehrten. Vorerst ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der bei Abu Dawud und im Musnad von Ahmad und anderen überliefert wird, bei Ibn Majah. Dort sagte er, man akhada من أخذ شعبة من النجوم فقد أخذ شعبة من السحر زاد ما زاد. Wer auch immer etwas von der Sterndeutung, der Astrologie nimmt, also lernt, der hat Magie begangen. Der hat Magie begangen. Und wir wissen auch das Urteil der Magie, was das Urteil der Magie im Islam ist, wie in einem Hadith, der auch bei Ibn Majah überliefert wird, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, in einem Hadith von Abu Huraira, وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكْ. Und wer Magie betreibt, der hat Schirk begangen. Der hat Allah subhanahu wa ta'ala beigesellt. Jedenfalls, in einem weiteren Hadith bei Bukhari von Qatada ibn Di'ama al-Sadusi wird überliefert,
Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel nur für drei, die Sterne, die Gestirne nur für drei Dinge geschaffen. Oder sagen wir die Sterne für drei Dinge geschaffen. Zinat al-Sama, für die Verzierung des Himmels, wa rujum al-Shayatin, und für das Bewerfen der Shayatin, und alamatin yuhtada biha, als Wegweiser, also im Dunkeln, wenn man auf dem Land oder auf dem Meer ist und so weiter. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und er sagte dann, nachdem er diese drei Gründe aufgezählt hatte, sagte er, wer nun versucht, aus den Sternen irgendwelche anderen Funktionen zu entnehmen oder Bedeutung herauszulesen, der irrt sich und vergeudet sinnlos seine Zeit in einer Sache, über die er kein Wissen besitzt. Jedenfalls, die Sterndeutung hat zwei Kategorien. Die erste nennt man Ilm al-Ta'thir, das heißt die Lehre vom Einfluss der Sterne. Ja, dass man gewissen Sternen gewissen Einfluss auf der Erde, auf den Erdgeschehnissen zuschreibt. Dass diese von ihnen abhängig sind oder wegen ihnen geschehen. Das zweite ist die Lehre über die Bewegung der Sterne. Das könnte man als Astronomie in den Bereich der Astronomie vielleicht schieben. Das nennt man Ilm al-Tasyir. Die erste Art, also der Ilm al-Tasyir, indem man den Sternen gewissen Einfluss zuschreibt. Hier wird behauptet, dass die Sterne Einfluss auf den Menschen, auf ihre Ereignisse haben, die auf der Erde stattfinden, wie etwa auf Regen, auf Dürre, ja, Dürreglück, Unglück und Ähnliches. Das fällt in die Kategorie der Wahrsagerei. Die Wahrsagerei im Islam ist ebenfalls verboten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man saddaqa kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wer einen Wahrsager Glauben schenkt, der hat Unglaube mit dem begangen, was zu mir herabgesandt wurde, dem Koran. Und dieser Glaube, dass die Sterne und Ähnliches auf den Menschen irgendwelchen Einfluss haben oder die Welt beeinflussen, dieser Glaube ist Schirk, denn man behauptet, dass es neben Allah subhanahu wa ta'ala eine Art von Schöpfer gibt. Und genauso die Behauptung, dass man mittels der Sterne Kenntnis über das Verborgene erlangen kann, das ist die Hellsehung. Da Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich niemand in den Himmel und auf Erden kennt das Verborgene außer Allah. Und sie wissen nicht, wann sie auferweckt werden. Und auch in einem Hadith sagt, der bei Bukhari überliefert wird, in einem Hadith von Ibn Zayd, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete mit uns eines Tages, das Salatul Fajr, am Tage von Al-Hudaybiyah, nach einer regnerischen Nacht. Und er sagte, wisst ihr, was euer Herr gesagt hat nach dem Gebet? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Er sagte, einige meiner Diener haben den Iman an mich bewahrt und andere sind zu Ungläubigen mit mir geworden. Er sagte, jene, die sagen, Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadalika mu'minun bi. Wer sagt, der Regen ist ein Erzeugnis oder beziehungsweise der Regen ist aufgrund der Gnade und der Huld Allah subhanahu wa ta'ala gekommen. Das sind die, die den Iman an mich bewahrt haben. Und jene, die sagen, der Regen ist infolge des Sternes so und so gekommen, diese sind
Diese haben ihren Iman nicht bewahrt und sind Ungläubige mit mir. Na, das ist ein ganz eindeutiger Text dafür, dass der Islam Astrologie negiert und es als ein Akt des Unglaubens und der Beigesellung erachtet. Die zweite Art der Sterndeutung ist die, wie gesagt, die Lehre über die Bewegung. Hierbei handelt es sich um die Beobachtung der Sterne, na, um dadurch Rückschlüsse auf Himmelsrichtung und Jahreszeit zu ziehen. Und oder die Gebetsrichtung. Oder um den Weg zu erkennen, wenn man auf dem Meer ist beispielsweise. Und das ist bei vielen der Ahlul-Ilm erlaubt. Wie bei Ahmad und Ishaq ibn Rahuya und anderen.